Servus miteinander und willkommen zurück zu Labyrinth of the World 4. Stonehenge. Ja, wir sind jetzt Tarana. Wie heißt der? Ich habe den seinen Namen schon wieder vergessen. Taranis. Und den soll man den. Der ist böse und der will, dass man ihn einen. Schwert machen wir die Uhr an, das hatten. Das Holz sieht gut aus, aber Streichhölzer werde ich aber keine finden. Zeit, so kreativ zu werden. Das habe ich da gesehen. Das habe ich auch gesehen. Wie bekomme ich den Sack da runter? Vielleicht mit Stock? Nö. Okay, da haben wir auch noch was. Warum sollen die dämlichen Druiden der Natur solchen Respekt, zollen solchen Respekt? Pflanzen und Tiere sind dazu da, zu Waffen und Kleidung verarbeitet zu werden. Ich bin stärker als alle anderen und werde über sie herrschen. Die Meinung von Schwächlingen zählt nicht. Denen werde ich zweigen, wozu Taran ist, entstanden ist. Das heißt zwar zeigen und nicht zweigen, aber gut. Und da haben wir noch nichts dafür. Stock. Band. Und da bekomme ich das wahrscheinlich nicht mit runter, oder? Aber das hier weg. So, schauen wir mal. Das nehmen wir auch gleich mal glatt mit. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Chamäleon-Objekt, das sich schon verraten hat. Das nehmen wir auch mit. Hier kommt ein Frosch hin, das sieht man an den Füßen. Ja, ich habe leider nichts mehr zum Schneiden. Oder geht es mit der kaputten... Ja, okay. Rauch, darunter muss etwas brennen. Der Torf ist... Torf vielleicht? Wer weiß... Aber deswegen komme ich nicht mehr weiter hinter. Okay. Schwertskizze. Becher. Moment. Hoppla. Lass den mal einfach mal mit. Okay, dann kann ich die brennende Asche erstmal hier hin machen. Anfächern. Ah, er hat ein bisschen Angst bekommen, der Drache. Befreie Brigitte. Fütterung jeden Tag um 12 Uhr. Wenn er zu oft gefüttert wird, wird er fett. Ich brauche einen Schlachtross, kein Klops Taranis. Okay, ich kann jetzt wieso jetzt noch nichts anfangen. Da haben wir einen Frosch und einen Stein. Ich soll mir wahrscheinlich, warte, ich mach mal leicht bitte. Ich soll mir wahrscheinlich merken, wo er hinhüpft. Achso, die sind da oben. Okay, das war... Der... Okay, das war falsch. Ja. Zack. Ach, jetzt geht die Runde wieder von vorne los. V, Musches V, Quadrat. Also V, Kummel. Nee. Ich liebe mehr Kräzel.
Hä? Wiederholen. Nur mit der Ruhe. Also das, das, das und das. Ach komm, wie viele Runden denn noch? Also wenn es jetzt wieder ganz von vorne anfängt, dann... Ja, es fängt wieder von vorne an. Sorry, nö. Bei der nächsten Runde da vorne versuche ich mich mal. Aber sorry, Freunde. Das ist ein Schwachsinn, wenn man immer ganz von vorne anfangen muss. Ich wette, dass ich sofort öffne, wenn ich einen Stein finde. Das ist auch ein Stein. Okay, aber hier weiter gucken kann ich nicht. Was sagt die Karte? Ach, hier ist noch ein Sammlerobjekt irgendwie. Ja, das wahrscheinlich und das hier. Schließen ungewöhnlichen Pilzen ließen sich eine Gasbombe basteln, wenn ich sie zusammenbinde. Ja, zusammenbinden haben wir gerade aktuell nichts. So, jetzt habe ich eine Holzzange. So, jetzt ist die Frage, kriege ich das mit der Holzzange? Nö. Auch nicht. Hä, was soll ich mit der Zange denn bitte machen hier? Ich werde König sein. Durch das Buch der Legenden, das ich vom Baum der Wahrheit stahl, besitze ich nun alles Wissen. Ich fand den Eiskristall und habe ihn zerstört. Seine Splitter liegen überall verstreut und die sich mich mir widersetzen werden durch die Kälte geschwächt. Sobald ich ein eisernes Schwert habe, werde ich sie alle unterwerfen. Daran ist allmächtiger König. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Okay, hier fehlt noch was. Ja, gut. Meine, ich habe immer noch die Zange. Denn kommen kann ich sowieso nicht. Ich habe keinen Plan, was ich gerade machen soll. Ich brauche einen Tipp. Ach, ich kann da weitergehen. Oh. Okay, erstmal das Sammelobjekt hier. Was sagt der Plan hier? Ich soll hier irgendwas schaufeln, da draufhängen? Okay. Aber ich habe zum Glück noch nichts. So viel Leben muss es nicht sein, aber ein paar Schaufeln voll genügen.
Ob man diese Pflanze wie ein Trampolin benutzen könnte? Ja, wahrscheinlich. Da brüchte ich jetzt wieder. Unter dem Schnee ist etwas. Oh, Stranger. I'm called the Tree of Truth, for I can see the truth in human hearts. I see the courage and purity in your heart, so I ask for your help. That evil ruler who wears animal skins wanted to know the secrets of the ancients. I told him nothing. So he pierced my heart and took the Book of Ancient Legends. I'm dying. If you make a healing potion for me, I'll reveal all the secrets you seek. Hurry, take out this sharp stick. Then you can search my crown for the potion recipe. Ja, mit der Zange wahrscheinlich. Heile den Baum. Haben wir die Kamelienobjekte? Okay. So, jetzt soll ich diese Symboliken finden, oder wie? So, hier habe ich eine Rezeptur. Okay. Soll ich hier immer noch was machen? Hm. Ornament? Was ist mit dem hier? Du siehst ja süß aus. Das muss ich ist ziemlich aggressiv, vielleicht kann ich ihm etwas Angst einjagen. Uchibu! Uchibu! Keine Ahnung. Messer. Kann hier wieder. Jetzt sag nicht, dass ich ihn mit einem Pilz verjagen kann. Nee. Wäre ja witzig gewesen. Ja, ich bin schon ein bisschen müde. Gebe ich freiwillig zu. Was ist das? Ach, zum Rezepte machen. Okay, verstehe. Pilz habe ich ja schon mal. Garnspule. Was mache ich mit der Garnspule?
Mal kurz gucken. Immer noch hier, aber hier auch. Was soll ich mit der Garnspule machen, frage ich mich jetzt gerade. Ah, wartet mal. Aber eine Pilzbombe. Kann ich mit der Pilzbombe ihn verjagen? So, zack. Machen wir das. Man sollte irgendwann blind reinfassen. Man weiß nicht, was man in der Hand so treffen könnte. Ja, ich wollte auch nur raus wieder. Ah, okay. Also erstmal das. Und fertig ist die Heilsalbe. Thank you, Traveler. I can see that you are trying to find the cause of the disaster that befell our worlds. Everything happened because the evil ruler got into the shrine and compromised the protecting crystal. The balance created thousands of years ago was destroyed. The cold started coming over our world, as well as yours. To stop the cold, you have to restore the protecting crystal. Find all the broken parts and bring them back to the shrine. I want to help you reinforce the balance. There's a plant revitalizer in this grotto. After you restore the crystal, come back to me. I'll help you return home. Okay, zack, zack, zack. Entferne die Steine, in denen du Paare findest. Okay, zack, zack. 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 War das jetzt doch noch einfacher, okay. Und da fehlt noch irgendwas im Kreuz, okay. Okay. Was soll ich jetzt machen? Ich meine, ich habe jetzt ein Steinschwert, ich habe einen Tontopf, ich habe einen Pfeil. Ich brauche einen Tipp. Hier? Okay, das habe ich wieder mal wieder übersehen in meinen heiligen Eilton. Eildingsbums, ihr wisst schon.
Kann ich sie nicht lösen, okay. Der Deckel geht nicht ab. Ich glaube, hier wollte jemand etwas einpflanzen. Dann kommt mir das kommt mir sehr gelegen. Okay. Kein Zutritt. Eindringe werden ein erbarmungslos geköpft. Taran ist der Starke. Mhm. Ach ja, dann pass mal auf. Jetzt geht's los. Okay, so geht das schon mal nicht. Wenn ich Wasser brauche, brauche ich... Ja, hier bitte. Topf mit Wasser. Und hier habe ich irgendwie ein Eisenstück, da brauche ich es mal... Oh, Spitz hocken. Okay, hier bringt es nichts. Das hier. Das könnte ich sein. Das könnte ich sein. Ich werde eine gute Menge brauchen, um da Großes ins rechte Träume zu schicken. Ja, da brauchen wir aber ein Behältnis, um das zu transportieren. Aber hier sollte es soll angeblich noch ein Sammelobjekt sein. Es macht sich zumindest nicht mehr aus, wenn ich mich hier umsehe. Nee, bestimmt nicht. So, dann haben wir das. Was soll denn hier noch ein Sammelobjekt sein? Ach da! Hätte ich beinahe nicht erkannt. Damit kann ich wahrscheinlich eine Fackel machen. Was? Ob das Holz die Spannung einer kritischen Pilze isolieren könnte? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ein Schild. So, wo muss ich hin? Hier muss ich wieder hin. Ah, das Schild. Und das ist wahrscheinlich jetzt... noch eine Schnur. Okay, dann haben wir das schon mal. Das könnte jetzt der Griff für die Spitzhacke sein. Gehen wir hier hin. Mal das Katzengold mit. So, mit dem Fallenbogen kriege ich das wahrscheinlich runter. Das natürlich wieder ein traditionelles Wimmelbild ist. Und das heißt, wir müssen ein paar Sachen erstmal freilegen. Warte mal, erstmal die Bärlis da wahrscheinlich rein. Wenn man den Korb repariert, ist noch irgendwo... Da kommen Edelsteine rein. Die müssen genäht werden. Der Kopf kommt hier hin.
Saft und Fäustlinge. So, dann haben wir alles. Korb. Perlen. Antiker Kalender. Frucht. Häuslinge, Krug, Saft. Ich nehme einfach mal das mit. Pepper. Hier. Okay. Da kommt die Schneeflocke rein. So, da habe ich jetzt das und jetzt brauche ich Moment, wenn ich jetzt so mache. Ah, ich weiß auch wo. Also da geht's nicht, also muss ich bei ihm das beim Feuer machen. Well done, slave. I'm pleased with you. Take this symbol of my clan. Now you belong to me. I'll go hunting. I can't wait to see the sword in action. I'll leave Dracorsus to watch over you. While I'm gone, make me 100 more of these swords, or I'll kill Brigida. War ja klar, dass er sein Wort nicht hält. Endlich hat sich der Verrückte... Hat er sich verdrückt. Jetzt kann ich Brigitta befreien. Ja, okay. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht dahin gehören. Ich soll hier was machen. Ich schaffe, dann kann ich eine Schlummertrunk machen. Ja, will ich ja machen. Das war hier. Nee, das war nicht hier. Das war hier. Pflanzenkiller macht stark. Was macht starke Pflanzen? Was beruhigt? Pflanzenkiller macht starke Pflanzen beruhigt und empfindlich. Auch für Unkraut und Bäume. Geeignet hat keine Wirkung auf Menschen. Hat keine. Ganz ehrlich, Deutschübersetzer, strengt euch doch mal ein bisschen mehr an. Ist ja peinlich. Ey. Das Kauderwäsch hat, kann doch keiner lesen.
done so much for us already, Outlander. But please, help me escape. I must warn my clan before Tyrannus killed them all. Okay, Pflanzenkiller. The spirits of the elders never make mistakes. You truly are a great warrior. Thank you for rescuing me. Now I must go to my people before Tyrannus gets to them. I know that in the sacred grove where the Tree of Truth is growing, there's a chalice with sacred tar. I read about it. This tar can make ancient mechanisms move. I believe this tar could help you get into the ice crystal cave. Here, take this token. I stole it off Tyrannus's belt when he was carrying me to this camp. Hier ist die Lava und ich weiß auch schon, was ich damit mache. Hä? So ist? Hier ist die Lava und ich weiß schon, was ich damit mache? Welche Lava? Oh, naja, egal. Freunde, dann sag ich mal an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Labyrinth of the World 4 Stone Edge. Tschüss.